Der Westdrache ist der, den wir kennen. Der Drache, der auf vier Beinen, der Feuerspeit, der gemein ist. Und der Ostdrache, ja, der einfach böse ist. Und der Ostdrache ist der chinesische Drache, der Glück, Freude, da, der eigentlich nicht aggressiv ist. Wir waren alle Punks, hatten Iros und waren auch, naja, so politisch ein bisschen gegen den Staat eingestellt. Und wenn man sowas gemacht hat, hat man sich nur in der Kirche treffen können. Man konnte sich nirgends anders treffen. Wir hatten das Gefühl, man braucht uns. Wir sind irgendwie erwünscht und wir sind total wichtig. Aber wir sollen eben machen, was von uns verlangt wird und nicht irgendwas anderes. Und meine Mutter wurde auch mal angeworben von der Stasi und hat dann am nächsten Tag das gleich all ihren Bekannten erzählt. Und damit hat sie sich natürlich unbrauchbar gemacht. Ich habe mich da ganz gerne irgendwie mit dem Lehrer gezofft und hatte halt auch in dem Lehrer ein etwas älterer und sehr überzeugter Kommunist, der mit der Wende einen Herzinfarkt gekriegt hat und gestorben ist. Sehr konsequent, wie ich finde. Vor allem habe ich die Westberliner immer so bemitleidet, weil die waren ja eingesperrt. Also wir waren ja gar nicht eingesperrt. Ich dachte, für die ist es ja eigentlich viel schlimmer. Als die Maueröffnung dann da war, wir haben uns trotzdem dann noch getroffen. Mhm. Und dann gab es so einen Zettel, wo jeder aufschreiben sollte, wovor er Angst hat, wenn die Mauer aufhielt. Und alle haben dann so ringeschrieben, ja, Arbeitslosigkeit und Drogen und so das, was man auch in der DDR gelernt hatte über den Westen. Und das ist dann auch wirklich alles so eingetreten. Auf einmal kamen dann wirklich die Drogen und dann kam wirklich die Arbeitslosigkeit und auf einmal war man wirklich auf dem Sozialamt und auf dem Arbeitsamt und genau diese Bilder, die man damals vor Augen hatte, wovor man Angst hat, das trat dann wirklich alles ein. War ich dann in so einem Westsupermarkt vor so einem Saftregal und habe angefangen zu heulen. Also bei sowas, es gab halt immer nur Limonade, so eklige Zitronenbrause, die war super eklig. Ich wollte nicht in den Westen gehen. Der Westen ist zu mir gekommen. An die Ostseite der Mauer, die man jetzt bemalen darf, hat jemand geschrieben: Als Kind wollte ich ans Ende der Welt. Dann kam das Ende der Welt zu mir.